Für alle drei Oppositionsfraktionen war heute im Parlament ganz klar, es kann nur ein Thema für die Aktuelle Stunde geben, nämlich die Ehe für alle. Das Streitthema, das am Freitag im Bundesrat zur Abstimmung steht und wo sich Berlin wahrscheinlich enthalten muss, weil die CDU nicht mitspielen will. Ein wunderbares Thema für die Opposition, kein schönes Thema für die Koalition. Und deswegen haben sich die Koalitionsfraktionen auch gar nicht darauf eingelassen, in der Aktuellen Stunde darüber zu reden, sondern ein Thema auf die Agenda gesetzt, was für sie sehr positiv ist, nämlich Wirtschaftswachstum in Berlin. Und was die Oppositionsfraktionen davon hielten, demonstrierten sie bei der Abstimmung zum Thema der Aktuellen Stunde mit einem Ja für die offene Ehe. Doch die satte Mehrheit der Koalitionsfraktionen sorgte dann dafür, dass die positive Entwicklung der Berliner Wirtschaft im Fokus der Debatte stand. Wobei es sich der Wirtschaftsexperte der Grünen-Fraktion nicht nehmen ließ, nochmals zu bekräftigen, was er davon hält. Das eigentliche Thema des heutigen Tages ist Ehe für alle. Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der Koalition, wollen lieber über den Wirtschaftsstandort Berlin reden. Herr Dietmann, Sie haben das ja angekündigt, dass ich das sagen würde. Das ist aber, und deswegen wussten Sie das auch, das ist nur die jährliche Wasserstandsmeldung zum Konjunkturbericht aus der Wirtschaftsverwaltung. Dann folgte eine Debatte, die ziemlich müde daherkam. Stimmung wollte nicht wirklich aufkommen. Dabei gab es einen aktuellen Anlass der Diskussion, der die Fraktionen sogar zu einer gemeinsamen Resolution brachte. Der geplante Stellenabbau bei Siemens. Die Abgeordneten sprachen sich darin geschlossen für den Erhalt der Arbeitsplätze aus. Aufmerksam beobachtet von dem Betriebsrat, der auf der Zuschauertribüne das Geschehen verfolgte. Auch die Wirtschaftssenatoren betonte den Einsatz des Senats für die Siemens-Mitarbeiter. Der regierende Bürgermeister und ich führen in diesen Tagen immer wieder Gespräche mit führenden Siemens-Vertretern, weil ich überzeugt bin, dass das Gasturbinenwerk technologisch eine Zukunft hat und dass trotz schwierigen Marktumfeldes jetzt Qualifikationen nicht verspielt werden dürfen am Standort und weil darüber hinaus die sonstigen Kompetenzen, mit denen Berlin hier ein führendes Unternehmen in der Stadt ist, und wo in vielen Projekten auch des Senats mit Siemens zusammengearbeitet wird, dass hier auch Ansatzfelder sind, um für die Zukunftsausrichtung des Unternehmens ein Angebot aus der Stadt herauszumachen. Und daran zu arbeiten, das ist die Verantwortung, die wir als Senat haben und die wir als Senat auch wahrnehmen. Das war es dann aber auch mit der Einigkeit. Ansonsten versuchte die Opposition natürlich alles dafür zu tun, die Aktuelle Stunde nicht zur Feierstunde werden zu lassen. Es ist tatsächlich so, die Wirtschaft in Berlin funktioniert halbwegs. An den Stellen, wo sie funktioniert, funktioniert sie jenseits dieser Koalition. Und im Detail sehen wir natürlich, dass es an ganz vielen Stellen nicht funktioniert. Die Bruttolöhne in Berlin nehmen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt ab. Natürlich sozusagen insgesamt steigt alles, aber im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt sinkt es in Berlin. Und Berlin liegt deutlich unter allen deutschen Metropolen. Das ist also kein Grund zu feiern, sondern wir müssen was tun, damit sozusagen Berlin nicht zur Hauptstadt der prekären Beschäftigung in Deutschland wird, nachdem wir jetzt schon endlich mal den Titel der Hauptstadt der Arbeitslosigkeit abgegeben haben. Frau Matuschek, Ihre Fraktion hat den Wirtschaftssenator gestellt, bevor es zur rot-schwarzen Koalition kam. Das war damals Herr Wolf. Der ist heute in der Debatte angegriffen worden als ein Senator, der es nicht geschafft hat, Investoren nach Berlin zu locken. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Also die Wirtschaftspolitik von Rot-Rot unter Senator Wolf konzentrierte sich unter anderem darauf, die in Berlin tatsächlich vorhandenen Wirtschaftsfaktoren zu bündeln. Und die heißen Wissenschaft, die heißen Forschung und die heißen Fachkräfte. Und aus diesem Grund war auch die Strategie von Herrn Wolf, dann in den berühmten sogenannten Clusterfeldern der Wirtschaft dort Vernetzungsprozesse zu initiieren, um dort einen sich selbst tragenden Wirtschaftsaufschwung tatsächlich zu initiieren und auch die Wirtschaftsfördergelder dort reinzulenken. Das ist die Basis, auf der heute die Berliner Wirtschaft gut agiert und dort auch tatsächlich Wachstum generiert. Insgesamt ist das Berliner Wachstum aber ein importiertes. Es wird importiert von den vielen jungen ausgebildeten Menschen aus den Euro-Krisenländern, die nach Berlin drängen und hier
Beschäftigung und Lebensmöglichkeiten suchen. Es wird importiert von den vielen, vielen Touristen, über die wir uns freuen, die natürlich aber auch ihr Geld in Berlin lassen. Und Berlin profitiert davon, das wollen wir gar nicht in Frage stellen. Aber es ist kein von Berlin initiiertes Wachstum. Das Berliner Wachstum ist kein selbstinitiiertes, nachhaltiges Wachstum, sondern ein importiertes Wachstum. Berlin ist ein Krisengewinner. Nachhaltig, Sie sprechen ein Stichwort an, was ich ganz spannend finde, auch Herr Olavolo, denn das war auch Thema heute, dass wirklich nicht viel investiert wird seitens der öffentlichen Hand, auch nicht in unsere Infrastruktur etc. Das brauchen wir aber alles, um nachhaltig die Menschen und die Firmen, die hierher kommen, auch hier zu halten. Genau, das stimmt so. Tatsächlich sieht es so aus, in Berlin sind die öffentlichen Unternehmen ganz wichtige Arbeitgeber. Die erfüllen also auch eine Funktion im Rahmen der Beschäftigung. Und dafür müsste Berlin eben genügend Geld in die Hand nehmen und die gut ausstatten und damit auch ein Referenzarbeitgeber hier in der Stadt sein. Das ist einerseits die Tatsache, dass man Investitionen da tätigen muss, damit wir sozusagen da auch innovativ vorankommen, damit wir auch Referenzprojekte für Unternehmen eben auch darstellen können, die dann eben auch exportiert werden können aus Berlin. Das ist das eine. Das andere ist aber, wie gesagt, auch die Tatsache, dass einfach damit ein Minimum an Arbeitsplatzsicherheit hergestellt werden kann, was sicherlich allen Berlinerinnen und Berlinern gut anstehen würde. Zum Schluss noch ein paar Worte zu Siemens. Da gab es eine fraktionsübergreifende Resolution, wo die Abgeordneten das Unternehmen auffordern, die Arbeitsplätze zu erhalten und sich dafür stark machen, dass die Politik alles tut, um diese Arbeitsplätze zu erhalten, die da zur Disposition stehen. Frau Matuschek, was kann denn da Politik überhaupt machen, konkret? Wenn ein Unternehmen sagt, wir bauen ab, dann baut es ab. Also es ist schon mal ganz wichtig, dass einstimmig das Abgeordnetenhaus diese politische Erklärung abgestimmt hat, beschlossen hat, und das ist ein deutliches Signal an Siemens, dass hier in Berlin dieser Standort von großer Wichtigkeit ist und dass die Beschäftigten auch unsere Solidarität spüren. Das ist sehr, sehr wichtig. Tatsächlich ist es aber auch so, dass natürlich das Umfeld für Siemens, für Produktinnovation durch eben kluge Wirtschaftspolitik gestärkt werden muss, dass dann auch die Unternehmensentscheidung von Siemens konform geht mit den Interessen des Landes Berlins und die heißen Arbeitsplatzsicherung hier. Der Wirtschaftsexperte der CDU-Fraktion sieht die Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik gelassen. Für ihn liegt es auf der Hand, dass erst mit der Union die richtigen Weichen gestellt wurden. Wirtschaftspolitik bestimmt ja die Rahmenbedingungen. Und da haben wir eine Menge gemacht in Berlin. Wir haben Wasserpreise gesenkt, wir haben die Vergabe neu geordnet, wir haben Infrastruktur auf den Weg gebracht, wir bauen die A100 aus und viele Dinge mehr, die wichtig sind für den Wirtschaftsstandort Berlin. Insofern haben wir unseren Teil dazu beigetragen. Aber es wäre auch unfair zu sagen, sich das alles alleine ans Revers zu heften. Das ist ja auch nicht richtig und haben wir auch nicht gesagt. Nun sprechen Sie Infrastruktur an. Das ist natürlich sehr spannend. Die A100 baut der Bund. Die bauen ja nicht wirklich wir hier in Berlin. Und gerade bei der Infrastruktur hört man auch immer, seitens der Industrie- und Handelskammer wird noch zu wenig investiert in dieser Stadt. Da muss noch wesentlich mehr getan werden. Wie sehen Sie das? Also mehr ist natürlich immer besser. Aber ich erinnere mal daran, dass es diese Koalition ja gar nicht gäbe und damit auch den politischen Willen nicht gäbe, wenn das jetzt nicht zur SPD, CDU-Koalition und damit zum Weiterbau der A100 gekommen wäre. Es gab keine andere Partei, die das wollte. Insofern wäre diese Infrastrukturmaßnahme verhindert worden, egal wer es am Ende des Tages zahlt. Umso schlimmer übrigens, wenn es jemand anders zahlt und man dann noch sozusagen das nicht mehr annehmen möchte. Ja, es kann mehr gemacht werden. Wir müssen uns um Straßen und auch um Brücken kümmern in dieser Stadt. Aber man muss natürlich auch den Blick auf den Haushalt haben und schauen, was machbar ist. Das ist ja nicht Weihnachten, wo man sich was wünschen kann, sondern das muss sich orientieren an den Haushaltszahlen. Die sind in Berlin nach wie vor schwierig. Wir haben eine Situation, wo wir auf der einen Seite das Defizit abbauen müssen, auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen müssen, dass Investitionen stattfinden. Im Übrigen nicht bloß in Brücken und Straßen, sondern auch in Schulen, in bestimmte Infrastrukturmaßnahmen wie Schwimmbäder. Das haben wir alles mit auf den Weg gebracht, jetzt gerade jüngst mit den Entscheidungen der sogenannten Sieberliste, aber halt eben auch mit dem neuen Haushalt. Ich finde, das ist eine Ausgewogenheit, eine Balance, die sich sehen lassen kann. Berlin ist Gründerhauptstadt, vor allem was Start-up-Unternehmen angeht, möchte aber auch wieder punkten auf dem Industriesektor. Da gibt es den Masterplan Industrie, den gab es schon, bevor es Rot-Schwarz gab. Das wurde schon von dem linken Senator Herrn Wolf damals ins Leben gerufen.
Sehen Sie da die ersten Früchte, die Sie ernten können, oder haben Sie eher Rückschläge wie jetzt bei Siemens, wo ja akut Arbeitsplätze bedroht sind? Ja, natürlich wird es immer Rückschläge geben. Und die Entscheidung von Siemens ist nicht richtig. Es ist ein erfolgreiches Werk und das ist, finde ich, nicht nachvollziehbar, dass man in einer jetzigen Situation versucht, dieses Werk zu schließen und bis zu 1000 Mitarbeiter auf die Straße zu schicken. Für mich nicht nachvollziehbar. Aber man muss natürlich konstatieren, dass es immer Entscheidungen von Unternehmenskonzernen, Filialzentralen gibt, die wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen werden können und die für einen Standort schmerzhaft sind. Wir haben das in der Vergangenheit auch erlebt und wir werden es wahrscheinlich auch in der Zukunft erleben. Aber wichtig ist ja, dass wir uns in einem anderen Feld halt eben parallel stark machen und von diesen alten Strukturen auch ein Stück weit unabhängiger. Und die ganze Internet- und Start-up-Szene ist natürlich ein Boombereich, der ja nicht bloß Hightech-Arbeitsplätze mit sich bringt, sondern wo am Ende des Tages industrielle Produktion stattfindet, wo Service-Center entstehen, wo normale Arbeitsplätze für normale Berlinerinnen und Berliner entstehen, die halt nicht die Gründer aus der Garage sind und an Computer tüfteln. Also das eine zieht das andere nach sich und deswegen ist das so wichtig, dass wir halt diese Szene auch im Blick behalten, aber uns natürlich auch dafür einsetzen, dass diese traditionelle Industrie in Berlin auch weiter stark bleibt, aber halt eben auch ihre Voraussetzungen findet. Bei Siemens verweise ich mal darauf, der Bezirk Reinickendorf hat extra einen Hafen vertieft, damit halt der Abtransport möglich war. Das ist auch Strukturmaßnahme, die wir damals ermöglicht haben, mit öffentlichen Mitteln übrigens. Geht mit der Gründungshauptstadt auch einher, dass wir hier mit der Bezahlung von Arbeit offensichtlich ein Problem haben im Vergleich mit anderen Bundesländern? Ja, wir kommen ja aus einer Situation, wo die Arbeitsplatzsituation und auch die wirtschaftliche Lage einfach nicht gut waren. So, wir kommen da aus einer Durststrecke und natürlich zeigt sich das auch bei den Löhnen. Was sich aber jetzt auch deutlich abzeichnet, ist, dass sich natürlich dieser Abbau der Differenz schneller gestaltet. Und darauf werden wir jetzt setzen müssen. Im Moment, glaube ich, ist das ein Standortvorteil. Es gibt ja mal zwei Seiten der Medaille, dass es natürlich halt hier auch Rahmenbedingungen für Unternehmen gibt, die attraktiv sind, genauso wie günstige Mieten, Flächen, die vorhanden sind. Das alles finden Sie in München oder in Düsseldorf in diesem Maße gar nicht mehr. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass dieser Vorteil bei den Berlinerinnen und Berlinern ankommt, in Form des Lohns, aber vor allem in erster Linie erstmal in Form eines Arbeitsplatzes, damit man überhaupt Lohn erhalten kann. Zwei Stunden nach der Aktuellen Stunde wurde dann doch noch die Öffnung der Ehe als Priorität der Piratenfraktion behandelt. Ein Antrag der Oppositionsfraktionen, in dem das Abgeordnetenhaus den Senat auffordert, sich am Freitag im Bundesrat einer entsprechenden Initiative anzuschließen, stand zur Abstimmung. Dieser wurde dann mit der Mehrheit von SPD und CDU in die Ausschüsse verwiesen. Zuvor hatte der regierende Bürgermeister Michael Müller sich zwar von der Haltung seines Koalitionspartners distanziert, aber deutlich gemacht, dass man sich am Freitag im Bundesrat enthalten werde.